So, schönen guten Tag. Grundbegriffe der Informatik. Wir sind bei Turing-Maschinen. Das können Sie sich vorstellen als ein endlicher Automat, der zusätzlich eben einen Zugriff hat auf einen unendlichen Speicher, dieses sogenannte Band, was in Felder unterteilt ist. Und zu jedem Zeitpunkt, der endliche Automat kann auch noch lesen und auch schreiben, was steht auf einem bestimmten Feld. Und dann kann er von einem Feld zum nächsten fahren, nach links und nach rechts. Und dann wieder der Einfachheit halber beschränken wir uns auf Probleme, wo die Ausgabe einfach nur ein Ja oder Nein sein soll. Also jedenfalls für den Großteil des Kapitels. Und dann können Sie das wieder machen, indem Sie so eine Teilmenge von Zuständen festlegen, wo Sie sagen, da per Definition die Turing-Maschine akzeptiert eine Eingabe, die ist gut, Ausgabe ist 1, was auch immer. Und wenn für eine Eingabe das nicht passiert, dann gilt die Eingabe eben nicht als akzeptiert. Und das nicht, es passiert nicht, dass die Turing-Maschine akzeptiert heißt, entweder irgendwann sie hält, aber eben in einem Zustand, der nicht akzeptiert. Oder was eben jetzt auch passieren kann, im Gegensatz zu endlichen Akzeptoren, die Turing-Maschine nudelt unendlich lange, macht immer noch einen Schritt und noch einen und noch einen und noch einen und noch einen und hört nie auf. Und dann gilt die Eingabe auch nicht als akzeptiert. So, und ob, je nachdem, ob man das in Kauf nehmen will, dass man für manche Eingaben sozusagen eigentlich nie die richtige Antwort erfährt, weil die Turing-Maschine immer noch einen Schritt macht, noch einen Schritt macht und noch einen oder nicht, gibt es dann sozusagen zwei Varianten von, welche Sprache assoziieren wir jetzt mit dieser Turing-Maschine? Und das hängt dann aber von der Turing-Maschine ab. Und wir wollen sagen, eine Turing-Maschine, eine formale Sprache heißt eine entscheidbare Sprache. Und das ist die stärkere Forderung. Wenn es eine Turing-Maschine gibt, die genau die Wörter, die in der formalen Sprache drin sind, akzeptiert und für die Wörter, die nicht dazugehören zu L, aber auch immer hält, sodass man dann wirklich immer, also auch für die Eingaben, die nicht dazugehören, nach endlich vielen Schritten sieht, okay, die Maschine ist fertig und der Zustand ist kein akzeptierender. Offensichtlich, die Eingabe ist abgelehnt. Ja? Also für jede Eingabe, die Maschine macht nur endlich viele Schritte und man in Anführungszeichen sieht am Ende explizit das Ergebnis. Wenn Sie so eine Turing-Maschine finden können, die immer hält, dann die akzeptierte Sprache heißt eine entscheidbare Sprache und man sagt dann auch, die Turing-Maschine entscheidet diese Sprache oder das Problem ist entscheidbar. Und so eine Turing-Maschine können Sie dann auch einen Entscheider nennen, wenn Sie wollen. Und die schwächere Forderung ist die, dass es eine Turing-Maschine, und dann nennen wir L nur in Anführungszeichen, und das ist, wie wir es gleich sehen werden, eine echt schwächere Forderung. Eine Sprache heißt aufzählbare Sprache. Und woher der Name kommt, das werden Sie auch gleich in der Übung noch ein bisschen sehen. Wenn es eine Turing-Maschine gibt, die auch genau die Wörter aus L akzeptiert und die, die nicht in L sind, nicht akzeptiert. Aber es kann eben passieren, dass für Wörter, die nicht in L sind, das Nicht-Akzeptieren daher rührt, dass die Turing-Maschine überhaupt nicht anhält, sondern läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. So. Und dass dieses, die Turing-Maschine hält immer, auch für Eingaben, für die die Antwort Nein sein soll, also die nicht akzeptiert werden sollen, dass das eine echt stärkere Forderung ist, das werden wir uns dann gleich ansehen. So, und jetzt genau widmen wir uns dann also unentscheidbaren Problemen, also Problemen, für die es keine Turing-Maschine gibt, die immer hält und immer die richtige Antwort gibt. Und jetzt im Gegensatz zu dem Abschnitt vorher, den wir das letzte Mal gemacht haben, wieder, also es ist wesentlich offensichtlich, wenn wir über Halten und Nichthalten reden wollen, dass wir erlauben, dass eine Turing-Maschine für eine Eingabe nicht hält. Sonst ist das alles leer, was wir hier machen. So, und das Erste, was man braucht, ist
eine harmlose Beschreibung von Turing-Maschinen als Wörter über irgendeinem Alphabet. Das ist völlig banal. Ich beschreibe Ihnen hier nur ein Beispiel, dass Sie sehen, ah ja, es ist wirklich ganz harmlos und trotzdem gut genug für das, was man braucht. Also wir wollen Turing-Maschinen beschreiben, also irgendwie so eine beliebige Zustandsmenge, ein Anfangszustand, ein beliebiges Bandalphabet und diese Funktionen, die sagen, was ist der neue Zustand, das Bandsymbol, das geschrieben wird, wo fährt der Kopf hin. Wollen wir beschreiben als jeweils ein Wort über so ein Alphabet mit eckigen Klammern auf und zu und Nullen und Einsen. Und zwar zum Beispiel so, dass man sagt, okay, die Zustände, wie die heißen, ist ja egal, wir nummerieren sie einfach durch. Und per Definition, der Anfangszustand kriegt immer die Nummer 0. Und dann gibt es eine maximale Zustandsnummer, die man braucht. Und dann kodiert man alle Wörter, alle Zustände als Bitfolgen, als Binärrepräsentation, Nummer des Zustandes, alles gleich lang. Also wenn Sie so viele Zustände haben, dass Sie bis mindestens Zustand 8 oder so und höchstens 15, dann würden Sie eben die Zustände durch 4 Bit, also Bitstrings der Länge 4 repräsentieren und 0, 0, 0, 0 ist der Anfangszustand. Und die anderen haben halt Nummern 1, 2, 3 bis irgendwas. Und meinetwegen immer schön eckige Klammern außenrum, damit man sieht, aha, hier, das ist so ein Gebilde. Ja. Und analog können Sie das für die Bandsymbole machen, ja, und wie der Konvention, das Blank-Symbol hat Nummer 0, einfach damit man es weiß. Und die anderen Symbole dann auch irgendwie. Und je nachdem, wie viele Bandsymbole Sie haben, brauchen Sie dann, nehmen Sie dann halt auch Bitstrings einer Länge, ja. Ich habe jetzt hier auch wieder 4 Bits genommen, aber das kann ja sein, dass Sie viel weniger Bandsymbole als Zustände haben und dann repräsentieren Sie halt die Bandsymbole durch ein bisschen kürzere Wörter. Und auch wieder Nummer des Bandsymbols und eckige Klammern außenrum, damit man schön sieht, aha, hier ist ein Gebilde ein. So, und die Kopfbewegungen auch, da gibt es drei Möglichkeiten, minus 1, 0, 1. Da legt man auch irgendwas fest und ich glaube, dieses 1, 0, 0, 0 und 0, 1, das sind, glaube ich, gerade die Zweierkomplementdarstellungen der Länge 2 für diese drei Zahlen. Aber wenn es das nicht sein sollte, meinetwegen, wenn dann 0, 0 heißt, der Kopf bewegt sich nicht und wenn dann eine 1 drin steht, dann, wenn die 1 links steht, bewegt sich der Kopf nach links, wenn sie rechts steht, bewegt sich der Kopf nach rechts oder so, ja? Also auch ganz harmlos die drei Richtungen kodiert und nichts anderes, ja. Naja, und wenn Sie jetzt für irgendeinen Zustand, irgendein Bandsymbol festlegen sollen, was ist der neue Zustand, was ist das neue Bandsymbol, wo fährt der Kopf hin? Also nehmen Sie das Beispiel hier unten, mal angenommen für Zustand A und Blank-Symbol, die Regeln legen fest, der neue Zustand ist B und das Bandsymbol ist 1 und der Kopf fährt nach rechts. Dann schreiben Sie halt für einen so eine Zeile der Tabellen sozusagen, also für ein Argument, schreiben Sie dann eben hin, Kodierung des alten Zustands A, das ist vielleicht 0, 0, Kodierung des Blank-Symbols ist vielleicht 0 und dann Kodierung des neuen Zustands 0, 1, Kodierung des neuen Bandsymbols 1, Kodierung der Bewegungsrichtung 0, 1. So. Ne? So könnten Sie dann so für ein Argumentpaar irgendwie fest hinschreiben, wie sind F, G und M definiert. Und wenn die nicht definiert sind, ja, wir erlauben ja partielle Funktionen hier, damit wir naheliegend sagen können, wann ist eine Turing-Maschine fertig. Wenn da nichts definiert ist, dann schreiben Sie da halt leere Klammern hin für die Funktionswerte. Dann kann man auch leicht erkennen, aha, nichts mehr definiert, ja, vorbei. So, und das ist dann also, und dann schreiben Sie eben die Kodierungen dieser fünf Dinge, alter Zustand, altes Bandsymbol, neuer Zustand, neues Bandsymbol, Bewegungsrichtung hintereinander und nochmal eckige Klammern außenrum, dass man leicht erkennen kann, aha, das hier ist so eine Festlegung für die drei Funktionen. Und wenn Sie jetzt die ganze, jetzt müssen Sie für jedes Paar Z und X irgendwie festlegen, was macht die Turing-Maschine? Na dann eben für jede Kombination von alter Zustand, altes Bandsymbol haben Sie hier so ein Fünftupel und die schreiben Sie einfach alle hintereinander. In irgendeiner Reihenfolge ist ganz egal. Es steht ja immer vorne drin, um welche Kombination von Zustand und Bandsymbol geht es. Ja? Das ist dann die Kodierung der ganzen Funktionen F, G und M. Also konkatenieren Sie die Beschreibungen aller dieser Dinger da. Und dann, wenn Sie die ganze Turing-Maschine mit allem drum und dran spezifizieren wollen, dann
muss man halt im Wesentlichen diese Codierung der drei Funktionen f, g und m hinschreiben. Und außerdem sollte man halt noch sagen, also wie viele Zustände, wie viele Bandsymbole gibt es denn? Meinetwegen, indem man einmal hinschreibt, die Codierung des Zustands mit der größten Nummer, die Codierung des Bandsymbols mit der größten Nummer, damit man es weiß, wie viele es gibt. Und dann eben die Codierung von f, g und m, wie gerade beschrieben, hinten dran. Und vielleicht nochmal runde, eckige Klammern außenrum. So, und das, was man so kriegt, wenn Sie irgendeine Turing-Maschine nehmen, können Sie dieses Wort konstruieren. Das wollen wir dann die Codierung der Turing-Maschine als die Codierung der Turing-Maschine bezeichnen. Und jetzt im Folgenden, wenn sich dafür eine Turing-Maschine ergibt, dass die Codierung eben irgendein bestimmtes Wort W ist, aus eckigen Klammern auf und zu und Nullen und Einsen, dann diese Turing-Maschine, für die schreibe ich auch TW. Das ist also die Turing-Maschine, deren Codierung das Wort W ist. Ja? So. Und also manche Wörter sind Codierungen von Turing-Maschinen. Ja? Man nehme eine Turing-Maschine und kodiere sie, dann kommt irgend so ein Wort raus. Und es gibt auch Wörter über diesem Alphabet, die sind nicht Codierungen von irgendeiner Turing-Maschine. Zum Beispiel, eckige Klammer zu. Ist nicht Codierung einer Turing-Maschine. Ja, also es gibt auch Wörter, die kodieren keine Turing-Maschine. Aber wenn ich Ihnen irgendwas hinschreibe, Sie können relativ leicht rausfinden, kodiert das eine Turing-Maschine. Sie müssen halt gucken, sind da eckige Klammern außenrum und steht dann vorne in eckigen Klammern eine Zustandsnummer und eine Bandsymbolnummer. Und kommt dann dahinter so eine Tabelle für F, G und M. Und da müssen Sie gucken, dass dann eben für alle Kombinationen, also von 000 bis maximale Zustandsnummer und 000 bis maximale Bandsymbolnummer, dass da immer genau einmal festgelegt wird, was macht die Turing-Maschine. Da könnten Sie ein Java-Programm schreiben, das das macht. Da können Sie auch eine Turing-Maschine konstruieren, die das macht. Und das können Sie einfach glauben. Ja? Das gucken wir uns nicht im Detail an. Sie müssen maximal drei öffnende Klammer aufzählen und so ein bisschen Bitstrings und vergleichen. Das geht alles irgendwie. So, also es ist harmlos, von einem Wort zu überprüfen, kodiert es eine Turing-Maschine oder nicht. Und wenn nicht, kann man es wegschmeißen und wenn doch, kann man vielleicht irgendetwas tun mit der Kodierung der Turing-Maschine. Nämlich, was kann man tun? Diese Kodierung ist so harmlos, aber andererseits enthält sie halt alles, was man braucht, dass Sie eine sogenannte universelle Turing-Maschine bauen können. Die hat als Bandalphabet auch, eckige Klammer auf, zu Nullen und Einsen. Und die kann das Folgende. Wenn Sie der als Eingabe aufs Band am Anfang schreiben, in zwei Paare von eckige Klammer auf und zu, erst ein Wort und dann ein zweites Wort, dann guckt sie von dem ersten Wort, ist das die Codierung einer Turing-Maschine? Wenn nicht, hält sie an und sagt, naja, das war Quatsch. Wenn das Wort W1 eine Turing-Maschine kodiert, dann guckt sie nach, das Wort W2, ist das die Kodierung einer Eingabe, also so ein endliches Stück Bandbeschriftung von der Turing-Maschine mit Kodierung W1. Und dann die universelle Turing-Maschine, und das macht sie gerade aus, simuliert einfach das, was diese kodierte Turing-Maschine, diese Beschreibung da festlegt, simuliert die kodierte Turing-Maschine Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und naja, wenn die kodierte Turing-Maschine, und zwar für diese Eingabe, die durch W2 beschrieben wird, also W2 ist die Kodierung einer Eingabe für Turing-Maschine W1, und die universelle simuliert dann Turing-Maschine W1 für Eingabe W2, und wenn bei dieser Simulation, wenn die Turing-Maschine W1 nie hält, ja, dann die universelle simuliert halt auch unendlich und hält nie. Und wenn die Turing-Maschine W1 aber irgendwann hält, dann der Simulator, die universelle Turing-Maschine hält auch und liefert dann das gleiche Ergebnis wie die simulierte Turing-Maschine. Also meinetwegen, wenn wir über Akzeptieren und Ablehnen reden, wenn die simulierte Maschine akzeptiert hätte, akzeptiert die universelle, und wenn die simulierte abgelehnt hätte, lehnt die universelle ab. Und wenn es über was Komplizierteres, ums was Komplizierteres geht, wie irgendeine Beschriftung auf dem Band, dann analog. Ja? Also sowas gibt es auch. Da muss man ja dann vielleicht ein bisschen mehr arbeiten, vor allem wenn man das vorher noch nie gesehen hat, finden Sie es vielleicht nicht ganz naheliegend, aber das geht auch, und es gibt sogar
relativ kleine universelle Turing-Maschinen. Da gibt es irgendwie so über die Jahrzehnte hinweg so einen Wettbewerb, wer schreibt die universelle Turing-Maschine mit den wenigsten Zuständen und wenigsten Bandsymbolen. Und wenn Sie vier Bandsymbole haben, ich weiß es nicht genau, dann brauchen Sie drei oder vier oder fünf Zustände bei der universellen Turing-Maschine. Die ist echt klein. Da braucht man wirklich nicht viel. Und wenn es zehn Zustände sind, dann meinetwegen zehn Zustände. Ja, aber man braucht wirklich nicht viel. So, und so etwas gibt es, ja, das glauben wir einfach. Und hier genauso wie auf den folgenden Folien, also immer wenn ich Turing-Maschine sage, Sie dürfen auch in Ihrem Kopf parallel dazu immer gleich Java-Programm denken. Also es gibt auch ein Java-Programm, dem können Sie als Eingabe die Codierung oder einfach ein Java-Programm, ein beliebiges und eine Eingabe für ein Java-Programm geben und dann dieses universelle Java-Programm, dieser Simulator simuliert einfach Schritt für Schritt das, was in dem als Eingabe zur Verfügung gestellten Java-Programm steht, so lang für die Eingabe, die man ihm dazu gibt, bis halt das simulierte Java-Programm fertig ist. Das geht auch, weil Sie einfach ein Programm schreiben können, das irgendeinen Prozessor simuliert. Und dann simulieren Sie halt den Prozessor, auf dem das Java läuft, das diese Eingabe Programm B1 verarbeitet. Also das geht auch mit Java oder irgendwas. So, gut. Also diese universelle Turing-Maschine macht erstmal diese banale Syntaxanalyse. Steht hier überhaupt eine Codierung einer Turing-Maschine? Und wenn ja, wir simulieren die Turing-Maschine. Gut. Und jetzt sind wir schon an der Stelle, wo wir ein Problem jetzt erstmal definieren können, von dem wir dann gleich beweisen werden, es ist unentscheidbar. Und das Standardproblem oder eins der Standardprobleme ist das sogenannte Halteproblem. Das ist die Menge aller Wörter über diesem Alphabet, eckige Klammer auf, Klammer zu, 0, 1, mit der Eigenschaft, das W ist die Codierung einer Turing-Maschine. Und wenn Sie der Turing-Maschine TW Ihre eigene Codierung als Eingabe geben, dann hält die irgendwann und liefert irgendein Ergebnis. Welches ist egal, aber sie hält. Ja? Also das sind die Wörter, die zu dieser formalen Sprache gehören. Das ist ein Entscheidungsproblem. Ja? Gegeben ein Wort, Frage, kodiert das eine Turing-Maschine und diese kodierte Turing-Maschine hält sie, wenn man ihr ihre eigene Codierung als Eingabe gibt. Also bei Java-Programmen, dieses Java-Programm hält es, wenn man ihm seinen eigenen Quelltext als Eingabe gibt. Das wird manchmal der Fall sein, manchmal nicht. Behauptung, dieses Problem ist unentscheidbar. Das heißt, es gibt also keine Turing-Maschine, die für jede Eingabe hält, egal ob das hier nun so ist oder nicht. Und einer am Ende immer sagt, oh, die Eingabe kodiert eine Turing-Maschine, die für ihre eigenen Text als Eingabe hält oder hält nicht. Und das heißt, Sie haben hier ein Entscheidungsproblem, das man nicht mit Turing-Maschinen lösen kann. Und ich darf Ihnen versichern, sowas hier oder so ein großer Hobel im Rechenzentrum ist auch nicht besser als eine Turing-Maschine. Ein bisschen schneller vielleicht, aber kann auch nicht mehr. Das heißt, also wenn es mit Turing-Maschinen nicht geht, es geht mit keinem bekannten Berechnungsmodell und auch nicht mit echten Rechnern. Sie haben hier ein Problem, das Sie nicht mit dem Rechner lösen können. So was gibt es und hier ist jetzt ein echt erstes konkretes Beispiel. Also es gibt Probleme, die man nicht algorithmisch lösen kann. Ja, das ist das, was ich Ihnen schon in der ersten Vorlesung gesagt habe, was Sie nie vergessen dürfen. Deswegen nochmal in aller Deutlichkeit, ja, es gibt Probleme, die man nicht algorithmisch lösen kann, ja? Nie vergessen. Gut. Also beweisen wir das. Und der Beweis geht mit Diagonalisierung. Das ist was, das haben Sie vielleicht schon in Mathematik gesehen. Das ist also eine Idee, die jedenfalls Herr Cantor mal benutzt hat. Vielleicht ist es ihm auch selber zum ersten Mal eingefallen. Und er hat es benutzt, um zu beweisen, dass die reellen Zahlen überabzählbar sind. Und wir gucken jetzt uns gleich nochmal den Kern an, dieser Idee. Die ist ganz simpel. Und dann wenden wir es an.
Stellen Sie sich vor, Sie haben eine zweidimensionale unendliche Tabelle und zwar mit abzählbar unendlich so durchnummeriert vielen Spalten, unendlich viele und unendlich viele Zeilen. Und jede Zeile steht für eine Funktion, also die Zeile 0 für Funktion f0, Zeile 1 für Funktion f1, f2, f3, f4. Und dann gibt es hier mögliche Argumente w0, w1, w2. Und in Zeile i, Spalte j, steht einfach der Funktionswert fi von wj. Ja, einfach so. Sind halt unendlich viele Zeilen und Spalten. Kann man sich ja leicht vorstellen. Ne? Gut. So, und was macht man jetzt? Man nimmt die, aus dieser Tabelle, die geht man durch und nimmt die Elemente, die da oben, also in der eigentlichen Tabelle mit den Funktionswerten, auf der Diagonalen stehen. Ja? Also f0 von w0, f1 von w1, f2 von w2. Wenn man die nebeneinander schreibt, hat man eine neue Zeile. Also hat man wieder eine Zeile, ja, mit halt für jedes wi ein Eintrag. So, und jetzt, also damit das halbwegs interessant sind, sollte es ja wohl mindestens zwei verschiedene Funktionswerte geben, ja. Und wir stellen uns jetzt der Einfachheit einmal mal vor, also mindestens 0 und, also nennen wir jetzt diese mindestens zwei Funktionswerte mal 0 und 1, damit ich es leicht hinschreiben kann, ja. Und dann nehmen wir jetzt die Diagonale und machen sie komplett kaputt. Das heißt, wir ändern jeden Eintrag. Also zum Beispiel in der Form, wenn hier oben f0 von w0 oder irgendein fi von we0 ist, dann, also wir machen jetzt eine neue Zeile d quer, wenn in d0 steht, schreiben wir eine 1 hin und wenn in d irgendwo nicht 0 steht, dann schreiben wir in d quer 0 hin. Ja? Dann kriegen wir eine neue Zeile d quer und da steht also an jeder Stelle was anderes als in d. Ja, also d quer ist komplett verschieden sozusagen von d. Und nicht nur das, d quer ist nicht nur verschieden von d, sondern, ist das klar, sehen Sie das? Wovon ist d quer noch verschieden? Ja? D quer ist auch garantiert verschieden von jeder Zeile, die da oben in der Tabelle steht. Denn d quer unterscheidet sich von der Zeile für f0 für w0. Man hat ja gerade das da umgedreht sozusagen. Und d quer unterscheidet sich von der Zeile für f1 an der Stelle w1. Man hat ja da gerade was geändert. Und unterscheidet sich von Zeile für f2 an der Stelle w2. Man hat es ja gerade umgedreht. D quer unterscheidet sich von jeder Zeile in der Tabelle an mindestens einer Stelle, nämlich auf der Diagonalen. Ja? So. Das ist alles. Das ist die Kernidee, die Herr Cantor dann ausgenutzt hat bei dem Beweis, die reellen Zahlen sind überabzählbar und die wir gleich anwenden werden, um zu beweisen, das Halteproblem ist unentscheidbar. Und die Anwendungen sind ein kleines bisschen unterschiedlich. Und in der Informatik, also außer jetzt gleich auf der nächsten Folie auch noch in Komplexitätstheorie passiert das mal, wenn Sie den entsprechenden Beweis sehen, ist immer die Situation, oder ist jedenfalls manchmal die Situation, die Sie können hier oben sein bei den Zeilen in der Tabelle, da sind alle Zeilen dabei, die eine gewisse hübsche Eigenschaft haben, garantiert. Und dann wissen Sie, wenn d quer sich von jeder Zeile in der Tabelle unterscheidet, d quer unterscheidet sich von jeder Zeile mit dieser hübschen Eigenschaft. Und das heißt, d quer kann diese hübsche Eigenschaft nicht haben. Ja? So. Und das ist das, was wir gleich machen werden. Genau. Also, wir wollen jetzt das hier beweisen. Es gibt keine Turing-Maschine, die das Halteproblem entscheidet. Und es geht irgendwie um Turing, und da sehen Sie schon TW, also Turing-Maschine W angesetzt auf die eigene Kodierung. Das sieht nach Diagonale auch aus, ja. Turing-Maschine mit Kodierung W angewendet auf Kodierung W. Und es geht um Halten. Das heißt, Sie können sich vorstellen, in dieser Tabelle, da steht überall für jede, die Zeilen sind die Turing-Maschinen. Die Spalten sind die Kodierungen von Turing-Maschinen
Und da steht jetzt sozusagen in jeder Zeile, in jeder Spalte irgendwie hält oder hält nicht. Und dann bauen wir etwas, wo da gerade immer das Gegenteil steht. Und dann kann das keine Turing-Maschine mehr sein. So. Also. Stellen Sie sich vor, also die Spalten sind die Kodierung der Turing-Maschine und die Zeilen, jetzt der Einfachheit halber, stellen Sie sich vor, das sind also Funktionen und Funktion in Zeile i, in Spalte j steht eine 1, falls die Turing-Maschine WI, ja, i-Index, für die Eingabe WJ hält und 0 sonst. Und stellen Sie sich vor, wir haben für jede Turing-Maschine eine Zeile. Jede Turing-Maschine kann beschrieben werden durch ein Wort. Die Wörter können Sie der Reihe nach sortieren, so primär nach Länge und dann alphabetisch. Da haben Sie so eine Abzählung, Aufzählung, abzählbar unendlich viele Turing-Maschinen. Mehr gibt es nicht. Es gibt nur abzählbar unendlich viele Wörter, die Turing-Maschinen kodieren. Also mehr Turing-Maschinen gibt es nicht. Also jede Zeile für jeweils eine Turing-Maschine, Spalte für die Kodierungen und Eintrag 1 oder 0 für hält oder hält nicht. So. Und jetzt nehmen wir mal an, für diese formale Sprache, die uns interessiert, gäbe es eine Turing-Maschine, die diese formale Sprache entscheidet. Das heißt, wenn ich in diesen Halteproblems entscheide, eine Kodierung einer Turing-Maschine, gebe ich eine Kodierung einer Turing-Maschine ein und dann, was das Ding im Wesentlichen, ja, man weiß nicht, was es tut. Dann irgendwie findet es heraus, die Turing-Maschine mit Kodierung W hält für Eingabe W und dann teilt sie einem fest, hat gehält. Und wenn die Turing-Maschine W für Eingabe W nicht hält, dieser Entscheider hält trotzdem und sagt einem nach endlich vielen Schritten, Turing-Maschine mit Kodierung W wird nicht halten. Also nehmen wir an, so eine Turing-Maschine gäbe es. Dann können wir. Also das sind endlich viele Zustände. Dann können Sie noch so ein bisschen was außenrum bauen, so zwei, drei, vier Zustände mehr. Für eine Turing-Maschine, die ich jetzt schon irgendwie verdorbene Diagonale genannt habe, ja. Und die genau wieder diese Rolle spielen wird. Also diese Turing-Maschine, die ist dann von verschieden, also was die macht, ist verschieden von jeder Zeile der Tabelle. Und da sind aber alle Turing-Maschinen drin. Dann kann das gar keine Turing-Maschine sein. Also nehmen wir an, es gibt diesen Entscheider für das Halteproblem. Da steckt man also immer eine Kodierung rein und raus kommt nach endlich vielen Schritten entweder nein, die Turing-Maschine hält nicht für ihre eigene Eingabe die kodierte, oder ja, die Turing-Maschine hält. Und jetzt machen wir wieder dieses Diagonale kaputt machen. Wenn die Antwort ist nein, die Turing-Maschine hält nicht, dann die Turing-Maschine außenrum hält einfach. Und wenn der Halteproblemsentscheider sagt, oh ja, diese Turing-Maschine mit der Kodierung WJ würde halten für ihre eigene Eingabe, dann diese Turing-Maschine außenrum explizit geht in eine Endlosschleife. Einfach ganz plump in einem Zustand bleiben, nichts tun, einfach bleiben, 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 bleiben. Also explizit, wir gehen in eine Endlosschleife, wenn die Antwort vom Entscheider wäre, ja, das hält. So. Also diese große Turing-Maschine, also die etwas größere, da brauchen Sie nicht viele Zustände außenrum, die würde halten, wenn man eine Kodierung eingibt von der Turing-Maschine, die für ihre eigene Eingabe, für sich selber als Eingabe nicht hält, und sie würde nicht halten, wenn die Kodierung sagt, ja, ich halte. Und das heißt, also wenn jetzt dieser Halteproblemsentscheider eine Turing-Maschine wäre, der große Kasten außenrum wäre auch eine Turing-Maschine, hätte eine Kodierung. Und wenn man dieser Turing-Maschine dann ihre eigene Kodierung eingibt, dann, wenn sie halten würde, also wenn der Entscheider sagt, ja, du hältst, dann hält sie nicht. Und wenn der Entscheider sagt, du hältst nicht, dann hält sie. Egal, welche Kodierung Sie betrachten, was Sie kriegen, ist etwas, was sich anders verhält als Turing-Maschine mit Kodierung WJ. Also Sie hätten hier eine Turing-Maschine, die anders ist als jede Turing-Maschine. Das ist ein Widerspruch. Ja?
Also war irgendwas verkehrt an der Argumentation und das einzig Nicht-Triviale, was wir benutzt haben, war, wir nehmen an, es gibt diesen Entscheider für das Halteproblem. Das kann nicht sein. Also insbesondere kann es nicht sein, dass man immer nach endlich vielen Schritten die Mitteilung kriegt, oh nein, Turingmaschine WJ für Eingabe WJ würde nicht halten. Das kann nicht sein. Also die Annahme war falsch, also es gibt keinen solchen Entscheider. Jetzt können Sie sagen, na ja, gut, also das ist jetzt immerhin ein konkretes Problem, das nicht entscheidbar ist, aber wen interessiert denn schon, ob ein Programm hält, wenn man ihm seinen eigenen Programmtext als Eingabe gibt? Das ist ja ein bisschen künstlich, albern, uninteressant. Ja, das ist aber nur, damit der Beweis bequem wird. Sie können auch jetzt anfangen, Varianten zu betrachten. Zum Beispiel, Sie wollen nicht wissen, ob das Ding hält, wenn man ihm seine eigene Codierung als Eingabe gibt, sondern Sie wollen wissen, die Turingmaschine hält sie, wenn am Anfang das Band leer ist, wenn da gar nichts steht. Oder also Ihr Java-Programm hält es, wenn ich ihm 0 eingebe als Eingabe. Nehmen wir mal an, das erwartet einfach eine Zahl als Eingabe. Genauso kompliziert, also sprich unentscheidbar. Also Sie können von einer Turingmaschine, einem Java-Programm, was auch immer, nicht feststellen, ob es hält, wenn die Eingabe so eine ganz banale ist, sowas wie 0 oder das leere Band oder so, ja? Oder sonst irgendeine Eingabe. Unentscheidbar. Man sieht relativ leicht, wenn man sich das genauer anguckt, daraus folgen eine ganze Reihe von anderen Problemen, die dann offensichtlich auch unentscheidbar sein müssen. Zum Beispiel das Äquivalenzproblem. Und das ist etwas, darüber ärgern sich die Leute von Programmieren unsäglich. Sie sollen ja manchmal, nehme ich mal an, kleine Programme schreiben, die irgendetwas tun. Und dann muss man ja irgendwie bei der Korrektur von Hausaufgaben irgendwie entscheiden, ist das Programm richtig oder falsch? Wie tut man das? Na, schön wäre es ja, wenn die programmierenden Leute sagen könnten, ach, das machen wir uns ganz einfach, da schreiben wir eine Musterlösung, für die beweisen wir, dass sie richtig ist. Und dann haben wir einen automatischen Programmäquivalenzentscheider. Dann nehmen wir einfach unsere Musterlösung und eine studentische Lösung, stopfen die beide da rein und der automatische Äquivalenzentscheider sagt einem nach endlich langer Zeit, die beiden Programme sind äquivalent für jede Eingabe, sie liefern die gleiche Ausgabe, ja oder nein. Und dann ist es ja ganz einfach zu entscheiden. Wäre schön, schade nur, so einen automatischen Programmäquivalenzentscheider gibt es nicht. Das Problem ist so schwierig. Sie können nicht automatisch für alle Programme entscheiden, für alle Paare von Programmen, die werden für jede Eingabe immer das Gleiche liefern. Unentscheidbar. Genauso bei einer Turingmaschine wird irgendein Zustand, den Sie damit hingemalt haben, jemals benötigt. Meinetwegen nur, wenn die Eingabe wieder das leere Band ist oder so. Sie können es nicht entscheiden. Äquivalent bei Java-Programmen, irgendein Schnipselchen Code, ein paar Zeilen. Sie können im Allgemeinen nicht automatisch alle Codestücke finden, die nicht benötigt werden. Im Allgemeinen unentscheidbar. Wenn Sie dann nämlich irgendwo eine Endlosschleife, eine potenzielle Endlosschleife oder irgendwas haben und dahinter ein Codestück, oder wenn Sie von einem Programm entscheiden wollen, hält das oder nicht, wenn Sie das mit den Codestücken entscheiden könnten, schreiben Sie ein Codestück ganz unten drunter. Das wird nur erreicht, wenn keine Endlosschleife da ist. Wenn Sie das entscheiden könnten, hätten Sie das mit den Endlosschleifen erschlagen. Kann auch nicht sein. Also, und in der Art und Weise viele, viele andere Probleme, die man gerne lösen würde, sind im Allgemeinen nicht automatisch zu erledigen. Keine Chance. Und dann manchmal behilft man sich dann damit, dass man sagt, okay, ich kann das nicht immer rauskriegen, aber es gibt ja so ein paar harmlose Fälle und dann mache ich es halt nur für die. Ja, also natürlich von gewissen Codestücken können Sie herausfinden, dass sie überflüssig sind. Ja, genau wie Sie bei Turingmaschinen von gewissen Zuständen unter Umständen herausfinden können, dass sie nicht benötigt werden, wenn nämlich gar keine Pfeile hinführen, zum Beispiel. Können Sie es weglassen, ja, außer es ist der Anfangszustand. Na, sowas schon. Gut. So. Und um Ihnen nochmal so ein bisschen Gefühl dafür zu geben,
oder einen Eindruck zu vermitteln, dass das Halteproblem echt schwer ist. Kommen wir nochmal zurück zu der ersten Turing-Maschine, die ich Ihnen irgendwann gezeigt habe. Wo war sie denn? Ach, da war sie. Hier. Ne, drei Zustände und noch so einer fürs Halten. Und wir haben uns die Aufgabe angeguckt. Also wir haben uns angeguckt, was passiert, wenn man die Turing-Maschine startet auf einem komplett leeren Band. Und dann haben wir festgestellt, die Maschine hält und am Ende stehen da sechs Einsen. Ja? So. Gut. Also insbesondere, also wenn man am Anfang das Band leer lässt und lässt sie loslaufen, sie hält irgendwann. Und es stehen am Ende sechs Einsen auf dem Band. So, und das ist das, was uns jetzt immer interessiert. Ja, also wir gucken Turing-Maschinen an am Anfang und nur für den einen Fall, am Anfang ist das Band leer und lassen sie laufen. Und Bandalphabet ist nur blank und eins, ja. Und die wollen dann sagen, eine N-Bieber-Maschine ist eine, die hat N-Zustände plus den einen, der da immer irgendwie steht für noch wir halten, ja, aber im Wesentlichen N-Zustände. Und was wir gerne möchten und so, was wir verlangen, ist, wenn man mit dem leeren Band anfängt, nach endlich vielen Schritten hält die Maschine. Und dann kann man sich fragen, naja, wenn ich jetzt eine Zustandszahl festhalte und die halten immer, wie viele Einsen sehe ich denn dann am Ende maximal auf dem Band? Und diese Funktion heißt üblicherweise Busy-Beaver-Funktion oder manchmal auch Rado-Funktion nach dem Herrn, der sich die als erster wohl mit angeguckt hat. Also Busy-Beaver von N ist die maximale Anzahl von Einsen, die Sie auf einem anfangs leeren Band produzieren können mit einer Turing-Maschine, die im Wesentlichen N-Zustände hat und tatsächlich irgendwann noch hält, ja? Und am Ende steht da diese Anzahl Einsen. Und ein fleißiger Beaver ist eine Turing-Maschine, der diese maximal mögliche Anzahl von Einsen produziert. Also, n gleich 1. Wenn Sie Turing-Maschinen betrachten, die im Wesentlichen nur einen Zustand haben, plus den zum Halten, wie viele Einsen können Sie auf das anfangsleere Band schreiben und dann noch stehen bleiben? Eine 1. Also, Sie werden nichts Besseres finden. Wenn Sie zwei Zustände haben, das Beste, was Sie hinkriegen, sind vier Einsen. Am Anfang ist das Band leer, Sie haben nur zwei Zustände, Sie erzeugen, können vier Einsen erzeugen und dann noch stehen bleiben. Und das ist das Maximum Beweis, glaube ich, durch Betrachten aller Turing-Maschinen mit zwei Zuständen, das ist noch überschaubar. Mit drei Zuständen, wir hatten die sechs Einsen schafft und das ist auch das Maximum, mehr geht nicht. Das wird schon schwieriger, alle Turing-Maschinen mit drei Zuständen, da gibt es schon eine ganze Menge Möglichkeiten, wo irgendwelche Pfeile hingehen und so, ja. Mit vier Zuständen, das Beste, was man schafft, sind 13 Einsen, immerhin. Also am Anfang, das Band ist leer, Sie haben im Wesentlichen vier Zustände. Sie machen eine ganze Menge Schritte, die Anzahl Schritte habe ich jetzt hier nicht mit dazu geschrieben, aber es dauert eine ganze Zeit und dann endlich gibt es noch einmal diesen Fall, dass dann doch eine Kombination passiert, wo die Turing-Maschine hält und dann stehen 13 Einsen auf dem Band. Dass das das Beste ist, was man, und das ist das Beste, was man schaffen kann. Das hat also schon so ein bisschen gedauert, bis das Herr Brady rausgefunden hat. Mit fünf Zuständen. Was meinen Sie denn? Am Anfang ist das Band leer. Sie haben fünf Zustände. Sie nudeln da rum und irgendwann müssen Sie noch anhalten. Was ist die maximale Anzahl Einsen, die man da aufs Band kriegt? Sagen Sie mal eine Zahl. Irgendwas. Ja, laut. Bitte 4000? Ja, also man kennt eine Maschine, die produziert 4098 Einsen. Man weiß nicht, ob das das Beste ist. Die kann man nicht mehr alle angucken, die Turing-Maschinen. Aber immerhin 4098 Einsen schaffen sie. Ich weiß nicht, wie viele Schritte, aber deutlich mehr Schritte als als 4098. Und dann hält das Ding auf einmal noch. Fünf Zustände. Sechs Zustände. Also 4098 ist irgendwas zwischen 10 hoch 3 und 10 hoch 4, ja? Sechs Zustände. Wie viele Einsen schafft man? Bieten Sie mal was. Schreien Sie einfach runter.
10 hoch. Also es kann ja mal jeder für sich überlegen. Also man weiß nicht, was das Beste ist, aber man kennt eine Maschine, die schafft 6 Zustände am Anfang, das Band ist leer, mehr als 10 hoch 18.267 Einsen. Die macht dafür mehr als 10 hoch 36.000, ich weiß nicht wie viele Schritte, und dann bleibt sie noch stehen. Diese Maschine hat ein Herr Kropitz gefunden, oder ich glaube, es waren Vater und Sohn, ich weiß nicht genau. 10 hoch 36.000 Schritte. Also wissen Sie, wie groß diese Zahlen sind? Also ein Tag hat ja so ungefähr 10 hoch 5 Sekunden, also mal 10 hoch 9, 10 hoch 14 Nanosekunden. Das heißt, ein Jahr hat dann so 10 hoch 17 Nanosekunden, sagen wir mal. Das Universum geschätzt, habe ich vorhin nochmal nachgeguckt, irgendwas bei 10 hoch 10 oder 10 hoch 11 Jahren. Da sind wir also bei Alter des Universums 10 hoch 30 Nanosekunden. Und dann tun wir mal so, als könnten wir mit jedem Elementarteilchen, da gibt es ungefähr weniger als 10 hoch 100, in jeder Nanosekunde seit dem Urknall einen Schritt dieser Turing-Maschine simulieren. Dann sind sie bei 10 hoch 150 oder 10 hoch 200. Also sind noch meilenweit weg von diesen 10 hoch 36.000. Das heißt, die erste Frage ist, woher weiß man überhaupt, dass das Ding hält? Simulieren kann man das nicht Schritt für Schritt, ja? Bei weitem nicht. Und diese Zahl 10 hoch 18.000 ist absurd groß, ja? Also da muss man was tun. Und wie Sie sehen, der Eindruck entsteht, diese Funktion wächst sehr schnell, ja? Richtig. Die wächst nämlich so schnell, also so schnell können Sie keine Funktionswerte ausrechnen. Wenn Sie irgendeine Funktion haben, die in irgendeinem plausiblen Sinne berechenbar ist, mit Turing-Maschine, Laptop, irgendetwas, die Funktionswerte ab irgendwo, die Funktionswerte der Busy-Beaver-Funktion werden größer sein als die jeder berechenbaren Funktion. Also egal, welche berechenbare Funktion, Busy-Beaver wächst irgendwann schneller, hat irgendwann größere Funktionswerte. Und das heißt, die Funktion kann nicht berechenbar sein. Ja? Absurd große Funktionswerte. Und nochmal zur Erinnerung, 6 Zustände, also plus der eine fürs Halten. Ja? Das ist eine sehr übersichtliche Turing-Maschine. Die kann man aufs Papier malen, aber Sie sehen nichts, nehme ich doch mal stark an. Ja? Ich auch nicht. Also es gibt Funktionen, die sind nicht berechenbar, also auch wenn Sie dann so zu Zahlen gucken oder so. Also merken Sie sich das Halteproblem ist unentscheidbar. Also insbesondere, wenn eine Turing-Maschine nicht hält, dann können Sie das halt nicht rausfinden. Salopp gesagt. Ja, das ist das Wesentliche. Und die Busy-Beaver-Funktion ist ein Beispiel jetzt dann nicht für ein Entscheidungsproblem, für eine berechenbare Funktion, die schneller wächst, als jede berechenbare Funktion, also nicht berechenbar sein kann. So, und die Zeit reicht es dafür nicht mehr. Noch ein bisschen was Lustiges. Es gibt einen Professor, der wurde mal gebeten, für irgendeinen Flyer einen Jahresbericht, ich weiß nicht was, einen Bericht über seine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Hat er nicht gemacht, dann hat ihn der Dekan, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Mal gemahnt und hat ihm gesagt, wenn du nicht bald was schreibst, schreibe ich was über deine Arbeit. Er hat nichts geschrieben, dann hat es der Dekan gemacht und hat was über dampfgetriebene Turing-Maschinen in das Blättchen geschrieben. Bachelorstudenten dürfen ab und zu ein bisschen polieren am Metall und Masterstudenten dürfen ein bisschen mehr. Können Sie ja mal durchlesen, ja? Dampfgetriebene Turing-Maschine. Okay, und damit sind wir am Ende dieses Kapitels über Turing-Maschinen. Komplexitätsklassen für die Probleme, die man algorithmisch lösen kann. Es gibt P, es gibt P-Space und viel mehr. Und es ist nicht klar, wie weit liegen P und P-Space auseinander. Und es gibt Probleme, die können Sie gar nicht lösen. Dankeschön. So, einen schönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zur Übung. Heute haben wieder mal zwei Themen, einmal ähnliche Akzeptoren und die Turing-Maschinen, welches Kapitel Sie gerade eben beendet haben. Ich versuche das mal hier. Ja.
Dann legen wir doch mal gleich los. Also letztes Mal habe ich noch einen ähnlichen Automaten gezeigt, ja, MIDI- und MU-Automaten. Und es gibt diesen eingeschränkten Fall, was eigentlich äußerst wichtig ist für die theoretische Informatik, und das ist der eigentliche Akzeptor. Ne? Das ist im Wesentlichen einfach ein MU-Automat, das ein Bit Ausgaben hat. Ne? Er gibt einfach aus, ist das Wort, das ich gerade bis zur Serstelle gelesen habe, in einer Sprache oder nicht. Ne? In dieser Sprache, dass diesem Akzeptor entspricht. Ne? Also das kann man dafür verwenden, Wörter zu erkennen. Ne? Und in diesem Akzeptor, wir haben nur ähnlich großen Speicher. Ne? Wir haben diese ähnlich viele Zustände und wir müssen Angaben beliebiger Länge lesen und auch Aussagen darüber treffen. Ne? So ist das Modell konzipiert. Aber eigentlich ist es nicht so absurd, dass wir nur ähnlich großen Speicher haben. Das ist auch in einem herkömmlichen Rechner der Fall. Ne? Wir haben zum Beispiel in einem Programm, wir können nur, je nachdem, ne, also wenn Sie Listen haben, die beliebig groß wachsen können, ist das eine andere Geschichte. Aber wenn Sie normale Variablenwerte haben, zum Beispiel Integers oder einfach Chars oder so, dann haben Sie nur ähnlich viele Variablenwerte und das können Sie mit so einem Automaten auch modellieren. Ne? Zum Beispiel da links, das A da könnte eine boolesche Variable sein, ne? dann kann das entweder 0 oder 1 Werte haben, ne? Entweder falsch oder wahr. So können Sie sich das vorstellen, das wird auch in der Software-Verifikation auch angewendet, so ein Ansatz. Ne? Wie gesagt, diese Eingabe, die kann beliebig groß sein, ne? Aber bitte schon ähnlich. Das wird Zeichen für Zeichen gelesen und man kann nicht, also sobald man welche Zeichen gelesen haben, man kann nicht zurückspulen. Ne? Ich kann nicht wieder die ersten 4, 5 Zeichen zum Beispiel lesen und dann sagen, ich will doch das erste Zeichen nochmal lesen, das geht nicht. Ich kann nicht auch welche Zeichen, die da danach kommen, noch im Voraus lesen. Ne? Sobald ich kann nur das nächste Zeichen lesen und dann, wenn ich das gemacht habe, habe ich schon dieses Zeichen konsumiert. Ne? Also immer diese Geschichte Zeichen für Zeichen und natürlich das beschränkt, was der Automat kann. Ne? Und diese eingeschränkte Klasse von Sprachen heißen die reguläre Sprachen, die wir mit diesen Automaten erkennen können. Das definiert man als L von A. Allgemein, wenn ich eine Sprache habe, wenn ich eine Sprache L habe und ich einen Automat finden kann, der diese Sprache erkennen kann, dann sage ich, dass diese Sprache regulär ist und ja, so ist die Geschichte. So viel dazu, dann können wir uns mal überlegen, welche Sprachen denn regulär sind, welche nicht. Zum Beispiel die ganz banale Sprachen, ne, also leere Sprache und alles, sind beide regulär. Und die sind ganz einfach regulär, man braucht nur einen einzigen Zustand bei dem Automat. Ne? Also wenn die Sprache leer ist, dann kann ich einfach die Zeichen lesen und nie akzeptieren. Und wenn ich alles akzeptieren will, dann mache ich das. Ne? Also akzeptiere ich gerade, egal was ich lese. Und weiter haben Sie auch ein Beispiel in der Vorlesung gesehen. Ne? Also wenn ich ein festes Wort habe, ne, W, dann kann, wenn ich das mit anderen Zeichen umrum habe, ne, dann kann ich immer noch das Wort W in der Mitte erkennen. Ne, mit einem ähnlichen Automaten. Ne. Und wenn Sie das diesen Automaten geschickt anpassen, dann können Sie auch diese Teile W1 und W2 weglassen. Ne, und nur das Wort W erkennen. Ne. Also in dieser Sprache W1, W und W2, da haben Sie mehr
mehrere Wörter da, ne, und eigentlich viele sogar. In dieser Sprache L gleich nur das Wort W haben Sie nur ein einziges Wort. Aber das ist trotzdem regulär. Das können Sie auch mit einem ähnlichen Automaten, mit einem ähnlichen Akzeptor auch erkennen. Und in dem Mimix-Platz, das werden Sie auch zeigen, dass wenn Sie nur ein, im Gegensatz dazu, wenn Sie nur ein Wort weglassen möchten, dann ist das auch regulär. Wenn Sie alles nehmen und nur ein Wort weglassen möchten, dann ist das, können Sie auch mit einem Akzeptor machen. So, weiter. Die ganz berühmten Beispiele, würde ich sagen, sind das Modulo K zählen. Was heißt Modulo zählen? Ich habe doch Wörter. Ich zähle die Anzahl Vorkommen eines Zeichens. Ne? Das ist, was ich zähle. Hier in dem Beispiel zähle ich, also dabei L allgemein, das sind die Wörter, ich will die Wörter erkennen, bei denen die Anzahl des Vorkommens von einem Zeichen X, Modulo, das K eben gleich eine Zahl M ist. Ne? Das ist, was ich machen will. Zum Beispiel, ich will Wörter erkennen, bei denen eine gerade Anzahl von A's vorkommen oder eine ungerade Anzahl von A's in dem ersten Beispiel. Oder ich kann auch nicht nur gerade und ungerade, sondern auch Modulo 3 und zählen und hier in dem Beispiel unten dann Wörter akzeptieren, bei denen die Anzahl des Vorkommens des Zeichen B ist eben ein Vielfaches von 3 ist. Ne? Das ist, was das da unten macht. Die Zeichen A, Sie können das so erkennen, ja, also die Zeichen A's, die A's werden einfach ignoriert und wenn ich ein B habe, dann inkrementiere ich diese Variable B um 1. Ne? Das ist eine Variable, die ich Modulo 3 zähle und immer wenn ich ein B habe, dann inkrementiere ich das. Ne? Dann mache ich das plus 1, nur Modulo dann, wenn ich bei 2 bin. So, dann jetzt ganz allgemein, ne, nicht nur konkrete Sprachen, die ich erkennen kann. Sagen wir mal, ich habe irgendeinen Akzeptor A da gegeben, ne, und ich möchte einen Akzeptor haben, der das Komplement der Sprache von A erkennt. Ne. Das sind alle Wörter, die eben nicht von A akzeptiert werden. Das möchte ich erkennen. Gibt es denn so einen Akzeptor? Das gibt es tatsächlich und die Konstruktion ist gar nicht so schwer. Hier bei der Konstruktion werden Sie sehen, ja, ich habe allgemein einen Akzeptor A gegeben, dann kann ich kann nicht diesen Akzeptor irgendwie zeichnen und dann sagen, ja, das B sieht dann so aus. Das geht nicht, ich weiß nicht, wie das aussieht. Ne? Dann muss ich in Wörtern sagen, was dieser Akzeptor auch ist. Ne? Ich kann keinen Graphenzeichen und B ist einfach das A wieder. Ne? Ich nehme einfach das gleiche Eingabealphabet, die gleiche Zustandsmenge, gleiche Startzustand, alles. Nur ich verändere die Menge der Zustände, die akzeptierend sind. Ne? Und zwar, ich kippe die alle um. Ne? Also wenn Sie das als Ausgabe sehen würden, 0 oder 1 in der Sprache oder nicht, dann kippe ich es einfach um. Das heißt, wenn ich ein Wort mit A verarbeitet habe und zu einem Zustand Z gekommen bin, ne, in dem Akzeptor A, wenn das in A sein würde, dann würde das nicht in B sein, ne, nicht von B akzeptiert sein, ne, also weil ich genau das Gegenteil mache. Und andersrum, wenn das Wort von B akzeptiert wird, dann ist das ein Zustand, in dem ich ihn noch nicht akzeptiere. Ne? Das ist genau das Komplement. Und die Zustandsübergänge sind einfach alle gleich. Ne? Also das ist ganz ähnlich zum Automaten A. Ich muss nur die Ausgaben der Zustände verändern. Ne? Das ist, was ich mache.
Weiter können wir auch andere Sachen aus anderen Sprachen konstruieren. Zum Beispiel habe ich hier dann allgemein zwei Akzeptoren jetzt. Und die haben bitte schön dasselbe Eingabealphabet. Ne? Ich will gar nicht darüber reden, wenn die verschiedene Eingabealphabete haben. Dann kann ich die Sprachen ja nicht wirklich schneiden, die zwei Sprachen. Ne? Aber sagen wir mal so, die haben ähnlich dieses gleiche Alphabet. Ne? Dann will ich die Sprachen von A und B schneiden. Und das mit einem Akzeptor C erkennen, geht das? Ja, natürlich, das geht auch. Nur das C muss ein bisschen geschickter sein als bei einem Komplement. Ne? Also die ganze Idee ist einfach, ich simuliere die zwei Automaten gleichzeitig. Ne? Also meine Zustandsmenge ist einfach ein Zustand aus A und ein Zustand aus B. Und wir haben dann diese Form von Paar. Ne? Also ich habe beide Automaten gleichzeitig laufen lassen und der Startzustand ist einfach die Startzustände der zwei Automaten und meine akzeptierenden Zustände sind einfach die Zustände, in denen sowohl A als B akzeptieren. Ne? Das ist dieses Kreuzprodukt FA Kreuz FB. Meine Zustandsüberführungsfunktion, wie sieht die aus? Also ich habe einen Zustand, das zwei Komponenten hat, ne? Also einmal für das A, einmal für das B. Und wenn ich ein Zeichen X lese, dann will ich doch das A um einen Schritt laufen lassen, aktualisieren, ne? Und das B ebenfalls um einen Schritt aktualisieren. Also was ich mache, ich wende einfach die jeweilige Zustandsüberführungsfunktion auf die zwei Komponenten an. Damit Sie sehen, wie das eigentlich funktioniert, habe ich ein Beispiel hier. Also die zwei Automaten haben wir eben gesehen, ne? Also modulo ungerade Anzahl A's und Anzahl von B's ist ein Vielfaches von 3. Und was ich mache, ich habe dann diese Zustände also mit zwei Komponenten und der Startzustand ist einfach fast die Also das ist eindeutig bestimmt, das ist einfach der Zustand mit zwei Komponenten, wo die jeweilige Startzustände sind. Ne? Und akzeptierender Zustand kann nur das A1, B0 sein, weil nur A1 und B0 akzeptierende Zustände von A und B jeweils sind. Ne? Und dann für die Zustandsübergänge, ich muss mir überlegen, was passiert, wenn ich ein A lese. Wenn ich in A bin und ein A lese, dann wechsle ich zur A1. Ne? Wenn ich in A0 bin, wenn ich in A1 bin, dann wechsle ich zurück zur A0. Und das passiert auch in meinem, wenn das in meinem Automaten B passiert, dann bleibe ich immer beim gleichen Zustand. Ne? Also deswegen erhalte ich das B, also das B0 zum Beispiel wird erhalten, das A0 wird zu A1 und zurück zu A0 gewechselt. Wenn ich hingegen ein B lese, dann bleibe ich bei dem Automaten A stehen, ne, im gleichen Zustand. Und beim Automaten B, da laufe ich einen Zustand weiter. Ne? Also ich erhöhe diese Variable, können wir sagen, B um 1. Und dann so sieht der Automaten aus. Wir können auch das für ein Eingabewort dann simulieren, damit Sie sehen, wie das bei den Automaten simuliert. Zum Beispiel, wenn ich das leere Wort habe, dann werde ich im Startzustand sein. Ja, da will ich noch nicht akzeptieren. Ja, ich will den Schnitt haben. B akzeptiert gerade, aber A noch nicht. Ne? Also A ist dann A0, das ist kein akzeptierender Zustand. Wenn ich das A lese, ne, nur ein A, dann bleibe ich in B stehen. Und wechsle ich in A zum Zustand A1, dann will ich natürlich akzeptieren. Ne? Also beide sind akzeptierende Zustände. Wenn ich ein B lese, dann laufe ich weiter im Automaten B und im Automaten A, da bleibe ich stehen und so weiter und so fort. Ne? So kann man die zwei Automaten gleichzeitig simulieren sozusagen.
das ist der Schnitt. Es gibt auch die Vereinigung. Das ergibt sich einfach aus dieser letzten Konstruktion, indem ich die Menge von akzeptierenden Zuständen ein bisschen anpassen. Und zwar, was ich haben will, ist da akzeptieren, genau dann, wenn entweder, also A oder B akzeptiert. Ne? Also keine Aussage, also wenn A akzeptiert, dann will ich akzeptieren, wenn B akzeptiert, dann will ich auch akzeptieren, wenn beide akzeptieren, dann will ich auch akzeptieren. Und also man kann das konstruieren durch diese Vereinigung. Ne? Da habe ich das, was ich haben will, da habe ich die Vereinigung. Also das sind ganz berühmte Konstruktionen bei den ähnlichen Akzeptoren. Man muss was an der Stelle aber beachten. Ne? Also das klappt nur für ähnliche viele Schnitte und ähnlich viele Vereinigungen. Ne? Also ich kann nicht, ich kann sozusagen nur ähnlich viele Automaten mit einem anderen Automaten simulieren. Ne? Ich kann nicht beliebig große Schnitte, also unendlich große Schnitte berechnen, weil eben zum Beispiel die Sprachen da das leere Wort AB, zweimal das A, zweimal das B und so weiter, die sind ja alle regulär, ne? Die haben nur ein Wort, enthalten nur ein Wort, das haben wir gesehen, dass die müssen dann regulär sein. Also die ganze Vereinigung über diese Sprachen, das ist eine unendliche Vereinigung, ist aber nicht regulär. Das haben Sie in der Vorlesung gesehen. Das kann ich nicht machen. Weil ich eben keine unendlich viele Automaten mit einem einzigen Automaten simulieren kann. Das geht nicht. Ich habe nur unendlich viele Zustände. Wie soll ich denn unendlich viele Automaten kodieren? Das geht nicht. Dann gibt es auch, also was ich sagen muss, aber ist, dass ähnliche Sprache regulär ist. Ne? Also wir haben gesehen, einzelne Sprachen mit nur einem Wort sind regulär. Und dann kann ich dann immer die Vereinigung davon bilden, ne? Bis auf ähnlich viele Sprachen. Und dann so kann ich jede ähnliche Sprache konstruieren. Das folgt einfach mittelbar daraus. Ne? Und wenn ich das Komplement davon bilde, das bleibt auch regulär. Deswegen Sprachen, die zwar unendlich sind, aber ein ähnliches Komplement haben, die sind auch regulär. Ne? Einfach mit dieser Komplementkonstruktion. Und es gibt auch, es gibt aber auch reguläre Sprachen, die unendlich sind und ein unendliches Komplement haben. Ne? Das haben wir zum Beispiel gesehen in dieser Modulo-K-Geschichte. Ne? Also die Sprache mit gerade viele A's, also gerade viele A's im Wort, die ist regulär, das haben wir eben gesehen, die ist unendlich und das Komplement davon ist auch unendlich. Ne? Das ist die Sprache der Wörter mit ungerade viele A's, das ist auch eine unendliche Sprache. Ne? Also das sind noch nicht alle reguläre Sprachen, was da unten steht. Wiederum kann man sich überlegen, was für einen Zusammenhang es gibt zwischen regulären Sprachen und die kontextfreie Grammatiken. Und die kontextfreie Grammatiken sind eigentlich ein bisschen mächtiger als die ähnliche Akzeptoren. Und der Grund dafür ist, dass man mit einer kontextfreien Grammatik eben alles machen kann, was man mit einem ähnlichen Akzeptor auch machen kann. Warum geht das? Ne? Ich kann eine Grammatik konstruieren, die in einem gewissen Sinne ein Akzeptor simuliert. Ne? Was ist simuliert in dem Fall? Also ich habe als Nicht-Terminal-Symbole die Zustände des Automaten und die Terminal-Symbole sind die Wörter, also einfach das Alphabet, das ich von der Wörter, die ich konstruieren will. Und muss da aufpassen, ne? Also mit einer Grammatik, ich kann nicht eine Eingabe haben und dann sagen, ja, das ist in der Sprache oder nicht. Ne? Das ist, was Akzeptoren machen. Die Grammatik funktioniert ein bisschen anders, da muss ich Wörter produzieren. Ne? Also ich muss mit einem Startsymbol anfangen und dann
Wörter produzieren, sodass dieser Automat dann diese Wörter akzeptieren würde. Ne, das ist, was ich machen muss. Was ich mache, ich nehme diese Zustände von den Automaten und dann, wenn ich, ich tue so, als ob ich ein Zeichen gelesen hätte, ne, ein Zeichen X, dann setze ich da ein, das, ich produziere dieses Zeichen und dann setze ich noch einen Zustand, das sich aus Q ergibt, danach. Ne? Also ich produziere, dann tue ich so, als ob der Automat X gelesen hätte, ne, wenn er ein Zustand Q wäre. Und für die akzeptierenden Zustände, ne, da muss ich diesen Zustand einfach entfernen, damit ich nicht mehr Nicht-Terminal-Symbole habe. Ne? Dann muss ich dieses akzeptierende Zustand Q' zu das leere Wort machen. Ne? Wenn ich zum Beispiel ich habe einen Zustand da, dann produziere ich weiter Zeichen und aktualisiere ich diesen Zustand am Ende. Und dann am Ende, wenn ich sagen will, ja, das Wort soll in der Sprache sein, der Zustand ist akzeptieren, dann kann ich diesen Zustand entfernen. Was übrig bleibt, ist ein Wort, was nur aus Terminalsymbole besteht. Ein Beispiel für diesen Akzeptor da links wäre einfach das, was Sie da sehen. Ne? Also ich habe als Nicht-Terminalsymbole eigentlich diesen Zustand Q0 und dann kann ich aus Q0 AQ0, BQ0 oder das leere Wort produzieren. Ne? Das ist das ganz einfache Beispiel. Und Sie sehen, diese Produktionsregeln von der Grammatik, die sind, da kann ich nur ein Zeichen und ein Nicht-Terminal-Symbol produzieren oder das leere Wort. Ne? Die haben eine ganz eingeschränkte, die sehen ganz eingeschränkt aus und diese Art von Grammatiken mit solchen Produktionen nennt man auch linear, weil man immer diese Produktionen von links nach rechts anwendet, ne? Deswegen rechtslinear. Und wenn Sie einen Ableitungsbaum skizzieren, dann werden Sie sehen, das sieht wie eine Treppe raus. Ne? Das sieht wie ein Pfad eigentlich aus. Deswegen linear, ne? Das ist ein Pfad. So, so viel zum Thema. Dann kommen wir doch mal zu Turing-Maschinen, was ein bisschen interessanter ist, weil sie ein mächtigeres Modell sind. Ne? Da kann ich mehr machen, weil ich eigentlich, kann ich mir das vorstellen, die Turing-Maschine ist einfach ein ähnlicher Automat, der dieses Arbeitsband hat. Ne? Da habe ich nicht nur mehr nur ähnlich viele Zustände, in denen ich Informationen speichern kann, ich habe ja auch dieses ähnlich großes Arbeitsband, da kann ich vieles speichern und rumberechnen. Ne? Und wenn Sie das mit herkömmlichen Rechnern vergleichen, wie könnte das aussehen? Dieser Maschine, die hat einfach einen Prozessor da, ne, wo diese Schreib- und Lesekopf mit diesem Schreib- und Lesekopf verbunden ist. Ne, und dieser Prozessor, der hat ähnlich viele Zustände, weil sie eben aus Registern besteht. Ne, also in einem herkömmlichen Prozessor, da haben sie 16 Registern mit 64 Bits oder so, das ist ungefähr ,128 Byte, wenn ich das richtig berechne. Das sind nicht viele, ne? Das ist nicht einmal ein Kilobyte speichern. Sie haben dann dieses Arbeitsband, das ist riesig groß, ne? Das ist wie dieser Arbeitsspeicher, die Sie. Ja, Sie haben dann 8 oder 16 Gigabyte. Das ist millionenfach größer, als was Sie in den Registern speichern können. So kann man sich vorstellen. Ne? Also ich habe nur ähnlich viele Zustände, aber ich habe ein riesig großes Arbeitsband zur Verfügung. Und dieses Arbeitsband, wie sieht das aus? Das ist eindimensional. Ne? Das ist, wie Sie links sehen, ein langes Stück Band. Und ja, wie gesagt, unendlich lang an beiden Enden. Und wir können uns vorstellen, die meisten, also bis auf wenig viele, sind die Felder alle leer. Ne?
wie Sie eine Eingabe für die Turing-Maschine bekommen, dann kann man davon ausgehen, dass das auf das Band geschrieben wird, ne? Von links nach rechts, und dann von diesen Blank-Zeichen dann umgeben ist. Und der Unterschied, also Sie merken schon die Unterschiede zu den ähnlichen Automaten, ne? Nicht nur dieses Arbeitsband, aber ich kann meine Eingabe dann mehrfach lesen, ne? Also ich kann zurück, hin und zurück gehen, meine Eingabe, ne? Das könnte ich nicht bei den ähnlichen Automaten machen. Und ich kann diese Eingabe auch verändern, ne? Und ich habe auch die andere Felder, wo ich Sachen schreiben kann, wo ich mir Sachen merken kann. Und dazu, ich muss nicht nur so viele Schritte laufen, wie die Eingabe das vorschreibt, ne? Also bei einer Eingabe von Länge 3 zum Beispiel in einem männlichen Automaten, da kann ich nur 3 Übergänge machen, ne? Ja, bei einer Turingmaschine, ich kann so lang laufen, wie ich gerade will, ne? Ich muss nicht einmal terminieren. Das ist auch wichtig. Die Berechnung muss nicht zum Ende kommen. Dann kann ich eben dieses Modell auch als Akzeptor betrachten. Aber zuerst mal eine kleine Konstruktion mit einer Turing-Maschine. Hier möchte ich einen Zähler haben, ne? Also irgendwie von Blanks umgeben. Zum Beispiel sehen Sie rechts da, da ist die Zahl 10 geschrieben, ne? In Binärdarstellung. Und bei meiner Turing-Maschine, ich will diese Zähler nach und nach erniedrigen, ne? Ich will aus 10 9 machen und 8 und so weiter. Und was diese Turing-Maschine macht, die liest zum Beispiel am Anfang in diesem Startzustand A und die liest einfach diese Zeichen, bis sie zum Ende kommt, und dann schreibt sie da eine Rautezeichen, damit man weiß, ja, da ist die Eingabe zu Ende. Das ist eigentlich ja Hilfsmittel für was danach kommt. Und dann kehre ich zurück und dann zu diesem letzten Zeichen der Eingabe, und dann bin ich im Zustand B. Und da sehen Sie, es gibt so diesen einen Kreis zwischen B und C, ne? Das kann hin und zurück gehen, und das ist auch eine Art Schleife, was da passiert. Und bei D, da sehen Sie, da gibt es keine Übergänge daraus, ne? Das ist dann das Ende der Schleife. So können Sie das, sich das vorstellen. Und was macht das B? Ne? Das liest 0, bis das zu einem Einsen kommt, ne? Das ist, was da macht. Ich fange bei der Konfiguration an. Dann gehe ich links und dann habe ich ein 1 gelesen. Und dann entferne ich diese 1. Also ich mache daraus eine 0 und dann wechsle ich in Zustand C. Was C macht, das nimmt alle Nullen, was da stehen, und das macht diese Nullen zu Einsen. Und es können keine Einsen vorkommen, weil B eben die erste 1 gelesen hat. Also die 1, die am nächsten zu dieser Rautezeichen steht, ne? dann kann keine 1 zwischen dieser 1 und das Rautezeichen vorkommen. Da muss ich gar nicht spezifizieren, was passiert, wenn ich in C bin und eine 1 lese. Ich mache einfach die Nullen zu Einsen, bis ich zu Rautezeichen komme, und dann kriege ich zurück zum Zustand B. Und dann sehen Sie, was da steht, ist die 9, was da kodiert ist. Also ich habe da aus 10 9 gemacht. Jetzt das 9 8 machen ist ganz einfach. Ich muss nur diese 1 umkippen, ne? Dann gehe ich noch einen Schritt her und zurück. Dann habe ich eine 8. Um eine 8 erniedrigen, das dauert ein bisschen länger. Ich muss bis zur ersten Zahl 1 gehen und dann alles umkippen. Und so weiter und so fort, bis ich am Ende nur eine 0 habe, ne? Und dann, was ich mache, das B läuft einfach bis zur linken Ende, und am linken Ende, da steht ein Leerzeichen, ein Blank, ne? Und dann wechsle ich einfach zum Zustand D. Ne? Dann bin ich zum Ende gekommen. Der Zähler ist 0. So, was kann ich mit dieser Turing-Maschine machen? Ne?
Also die ist ebenfalls interessant in sich selber, aber man kann das auch anwenden, um andere Konstruktionen zu machen, andere Turingmaschinen zu konstruieren, die vielleicht interessanter sind. Zum Beispiel, man bekommt eine Eingabe, einfach eine Zahl binär kodiert, ne, Zahl M. Und ich möchte diese Turingmaschine von eben nutzen, um dann auf das Band das Wort A hoch M zu schreiben. Ne. Ich will M viele A's schreiben. Dann kann ich eben diese Runterzählung verwenden, um einen Zähler zu verwalten. Ne. Was ich mache, ist diese Zähler einmal erniedrigen. Ne. Das habe ich. Das kann ich machen mit dieser Turingmaschine. Da muss ich im Zustand C anpassen, ne, nicht zurück zu B kommen und dann wieder erniedrigen, sondern da mache ich dann, da möchte ich dann ein A schreiben. Ne. Was ich mache, ich laufe dann rechts, bis ich zu dieser Rautezeichen gekommen bin und dann gegebenenfalls stehen schon A's da, ne, wenn ich schon welche Zeichen A geschrieben habe und dann wenn ich zu meinem Blank gekommen bin, dann schreibe ich ein A da und dann kehre ich zurück. Ne? Und zum Zurückkehren, da bin ich im Zustand F. F kehrt einfach zurück zum ersten Zeichen, das nach der Raute, nach der Raute kommt. Ne? Und das mache ich weiter und weiter, bis der Zähler gleich 0 ist. Ne? Und am Ende muss ich noch den ein bisschen anpassen, damit der Zähler, also wird der Zähler aus nur Nullen bestehen und das will, möchte ich entfernen. Ich möchte nicht irgendwelche Reste von meiner Berechnung da haben. Ich möchte nur das auch eben auf dem Band haben. Da kann ich ihm die einfach alles entfernen, was ich als Zwischenspeicher benutzt habe. Und am Ende steht das auch eben auf dem Band. So, man kann das dann also Zeitbedarf und Platzbedarf davon analysieren. Ne? Also einmal diesen Zähler runterzählen, das dauert so viele Schritte, also im schlimmsten Fall so viele Schritte, wie der Zähler eben lang ist. Ne? Das am rechten Ende schreiben, im schlimmsten Fall, ja, da muss ich alle das Ganze auch hoch eben laufen, bis ich ein A am Ende schreiben kann, deswegen zwei auch Endschritte. Bei jedem, der diese Eingabe länger ist. Und das Ganze muss ich noch einmal wiederholen. Ne? Ich will ja auch M schreiben. Ich habe ein Zeichen für jedes Mal, dass ich diese Zähler dekrementiere. Und dann habe ich vier hoch N viele Schritte am Ende. Was echt viel ist. Ne? Das ist exponentiell viel. Platzbedarf hingegen, ne, also das ist ganz einfach zu schätzen. Ne, also ich habe einfach den Zähler da, das ist ein Felder, ich habe das Trennzeichen in der Mitte und ich habe eben viele A's, ne, also 2 hoch n viele Felder, dann habe ich n plus 1 viele benutzt. Wobei, wenn man diese Ausgabe dann weglässt, ne, also das ist, die Ausgabe ist einfach lang, ne, also ich habe dann nur n plus 1 viele Felder eigentlich benutzt, ne, bis auf die Ausgabe. Das ist dann linear in der Länge der Eingabe. So, dann ganz allgemein, wenn wir Turing-Maschinen nicht nur als dafür verwenden, was zu berechnen, ne, aus einer Eingabe eine Ausgabe produzieren, wir können auch aus einer Eingabe einfach ein einziges Bit produzieren, ne, das wie bei den ähnlichen Akzeptoren und das kodiert einfach, ob ein Wort akzeptiert wird oder nicht. Ne? Dann habe ich die Turing-Maschine einfach als einen Akzeptor verwendet und dann kann ich eine Sprache definieren über die Wörter, die von dieser Turing-Maschine akzeptiert werden, wobei ich eigentlich keine Aussage darüber treffen will, ob die Turing-Maschine für das Eingabewort terminiert hat oder nicht. Ne? Das lasse ich offen. Warum lasse ich offen?
weil es eine ganze Klasse von Sprachen gibt, das heißt die aufzählbare Sprachen, die eigentlich existiert, wenn man zulässt, dass die Turing-Maschine nicht terminieren muss, ne, für die Eingaben, die nicht in dieser Sprache sind. Und in dem Fall, wenn ich eine Sprache L habe, eine Turing-Maschine T, die diese Sprache akzeptiert, dann ist sie eben ein Akzeptor für diese Sprache und diese Sprache ist aufzählbar. Und wenn zusätzlich die Turing-Maschine noch für jede Eingabe, die ich habe, auch die nicht in dieser Sprache sind, hält, dann heißt diese Turing-Maschine ein Entscheider. Ne? Es kann dann entscheiden, ob eine Eingabe in L ist oder nicht. Dann heißt die Sprache auch entscheidbar. Und Sie haben ja gesehen, es gibt Probleme, die nicht zu entscheiden sind. Ne? Zum Beispiel das Halteproblem. Wenn ich eine Turing-Maschine als Eingabe habe, ne, und eine Eingabe dafür, wenn das Ganze terminiert, die Berechnung dieser Turing-Maschine, dann kann ich akzeptieren. Aber wenn das nicht anhält, dann kann ich nicht herausfinden, ob das ist oder nicht. Ne? Aber es gibt Probleme, die eigentlich nicht einmal aufzählbar sind, dass ich nicht einmal einen Akzeptor dafür basteln kann. Ne? Also, aufzählbar ist ja allgemeiner als entscheidbar. Ne? Für entscheidbar, dann muss ich auch bei den negativen Instanzen eine negative Antwort geben. Für die Aufzählbarkeit, da muss ich nur die Wörter akzeptieren, die in der Sprache sind. Und größere Diskussionen dafür finden Sie zum Beispiel in der Vorlesung Theoretische Grundlagen der Informatik. Ich möchte noch kurz sagen, warum dieser Begriff aufzählbar, ne? Wir hatten entscheiden, da kann man sich vorstellen, ja, das kann man entscheiden, ist in der Sprache oder nicht. Aufzählbar ist ein bisschen abstrakter. Was sollte man sich vorstellen? Ich habe für diese Sprachen, ich kann einen Aufzähler konstruieren. Was ist das? Das ist, ja, so kann man sich vorstellen, eine Turing-Maschine, die einem Drucker angeschlossen ist und dieser Drucker hat unendlich großes Papier zur Verfügung. Und diese Turing-Maschine dann verwendet diesen Drucker, um Wörter aus L auszugeben. Und wenn L unendlich ist, dann drucke ich unendlich viele Wörter aus. Ne? Aber wenn ein Wort in L ist, dann wenn ich diesen Aufzähler lang genug laufen lasse, dann werde ich das Wort dann auf dem Papierstück dann auch sehen. Ne? So ist das. Man kann zeigen, dass es genau dann diesen Aufzählermaschine dann für eine Sprache gibt, wenn diese Sprache dann von einer Turing-Maschine akzeptiert wird. Ne? Warum ist das so? Ne? Also grob gesagt, ich kann mit der Turing-Maschine diesen Aufzähler simulieren, ne? Gegeben ein Eingabewort, dann kann ich diesen Aufzähler einfach laufen lassen und dann merke ich, ja, schaue ich auf dieses Papierstück, ja, kommt das Wort raus oder nicht? Wenn das Wort rauskommt, dann sage ich, ja, das Wort ist in der Sprache. Ne? Und wenn das Wort nicht in der Sprache war, dann muss ich gar nichts machen. Ne? Dann laufe ich einfach den Aufzähler und ich komme nicht zum Ende, aber das ist auch kein Problem. Ne? Ich habe keine, ich muss nicht abbrechen, wenn das Wort nicht in der Sprache ist. Und umgekehrt, wenn ich einen Aufzähler habe und eine Turing-Maschine mit einem Aufzähler dann entscheiden, also sagen wir, ob eine Turing-Maschine dann eine Eingabe akzeptiert oder nicht, ne? Ich lasse diesen Aufzähler einfach, also mein Aufzähler ist einfach ein Ding, das diese Turing-Maschine auf beliebige, also auf alle möglichen Eingaben simuliert. Und dann muss ich geschickt das machen, ne, damit ich immer bei jedem Wort dann zumindest Fortschritt mache. Das ist ein bisschen komplizierte Konstruktion. Und dann, wenn das Wort dann von diesem Turing-Maschine T akzeptiert wird, ne, also beliebig viele Eingaben, dann habe ich ein Wort,
dann gebe ich dieses Wort raus, wenn das von der Turingmaschine akzeptiert wird. Ich habe einen Laufzähler, da muss ich eine sagen, welche Wörter dann von der Turingmaschine akzeptiert werden. Danach lasse ich diesen Laufzähler, lasse ich einfach T auf jedes Eingabewort simulieren. Wenn T dieses Wort akzeptiert, dann gebe ich das aus. Wenn T unendlich lang läuft, dann mache ich eben bei den anderen Eingaben auch Fortschritt. Ich kann das so konstruieren, dass das auch der Fall ist. Zurück zu unseren endlichen Akzeptoren. Ne? Ich kann mit Turing-Maschinen ja Sprachen akzeptieren, Sprachen entscheiden. Kann ich was machen, was ähnliche akzeptieren? Was kann ich mit den Sprachen machen, die regulär sind? Ne? Also die Sprachen, die von ähnlichen Akzeptoren dann akzeptiert werden. Ich kann mit einer Turing-Maschine tatsächlich solche Sprachen entscheiden. Ne? Sogar nicht nur akzeptieren, ich kann diese Sprachen dann auch entscheiden. Und was macht diese Turing-Maschine? Das ist recht einfach. Das ist einfach dasselbe Akzeptor. Ne? Das hat gleiche Zustandsmenge, das hat gleiches Eingabealphabet, das hat fast gleiche Zustandsübergangsfunktionen und gleiche akzeptierende Zustände, und ich muss nur aufpassen, damit die aus der Zustandsübergangsfunktion eine Turing-Maschine wird. Ne? Und was ich mache, wenn ich ein Zeichen gelesen habe, dann lasse ich das Zeichen stehen und gehe ich einmal nach rechts. Ne? Dann habe ich die Eingabe irgendwie da von links nach rechts geschrieben. Ich mache einfach wie der Akzeptor, ich lese ein Zeichen, jedes Mal ein Zeichen von links nach rechts, bis ich zum rechten Ende kommen, und dann, wenn ich ein A gelesen habe, dann wechsle ich in A1, B, dann bleibe ich in A1 stehen, bis ich zum rechten Ende gekommen bin, dann bin ich in Zustand A1, was akzeptierend ist, und dann halte ich die Turing-Maschine und sage ich, ja, die Eingabe wird von dem Akzeptor erkannt. So geht das. Und dann haben wir gesehen, ja, also die Turing-Maschinen können diese ähnlichen Akzeptoren simulieren, um sogar Sprachen zu entscheiden. Und das ist eigentlich nicht erstaunlich, denn es wird vermutet in der Informatik, dass wir die Turing-Maschine verwenden können, um jeden sozusagen vernünftiges Berechnungsmodell zu simulieren. Und vernünftig bedarf der Definition, aber das können wir leider nicht, das können wir einfach leider nicht genau definieren. Ne? Das ist sehr ein philosophisches Konzept, als was man in der Informatik definieren kann. Ne? Also sogar bei der Definition von Algorithmus, ne, da sagen sie, der Algorithmus soll möglichst einfache Anweisungen haben. Und was heißt möglichst einfach? Das können Sie nicht sauber mathematisch definieren. Ne? Das muss man einfach der Philosophie lassen. Und deswegen heißt das auch eine These. Ne? Das kann nicht bewiesen werden. Sonst wäre es eine Vermutung, die wir vielleicht in der Zukunft beweisen können. Und dann bin ich mal zum Ende gekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch ein schönes Wochenende.